Hallo, mein Name ist Tom, ich bin hier in der Ecke und einige von euch haben gefragt, wie zur Hölle macht man überhaupt was mit Phaser? Und ich muss zugeben, es ist nicht ganz einfach, weil man dafür ein paar Dinge verstehen muss. Und ich dachte mir, ich mache ja ein kurzes Tutorial. Es wird keine Serie sein, es wird einfach nur hier, wir machen jetzt diese paar hundert Minuten dieses Tutorial und dann musst du selber klarkommen. Aber damit der Einstieg ein bisschen einfacher ist, erkläre ich dir das hier, weil wir wollen ja, dass du auch was davon hast. Okay. Als erstes müssen wir uns etwas runterladen, das nennt sich Phaser. Das machen wir einfach mal. Ich habe hier schon die Phaser-Seite offen, phaser.io. Und da gucken wir mal, ob wir den Download finden, ohne dass wir gleich Kopfschmerzen bekommen. Da oben steht Download. Gut, hier ist noch ein dicker Button, der nicht aussieht wie ein Button. Download and get started. Na gut, ich klicke mal hier oben auf Download. So, aha, gut. JavaScript Guide, TypeScript Guide, Cloud-Based, Getting Started, Discover Features, Browse Examples, Make Games and Publish, ja. Ist überhaupt nicht gut, ne? Weil man diesen bekloppten Button einfach mal total gerne übersieht. Obwohl hier eine 2 dran steht. Ist hier die 1, Download Phaser, machen wir. So, klicken wir darauf. Wo kommen wir da hin? Da, kommen wir zum nächsten. So, hier haben wir jetzt mehrere Varianten. Der Anfänger kann ruhig einfach die JS runterladen. Was bei der ZIP drin ist, weiß ich gar nicht so genau. Wir laden mal die JS runter. Die müsste jetzt genau, die lädt hier unten runter. Ich lade aber mal die ZIP runter, weil ich wissen möchte, was da drin ist. Die ist ja riesengroß. Ist ja 36 MB groß, die ZIP. Na gut. Aha. Das ist die ZIP-Version. Das ist ganz viel Zeug, was eigentlich keiner von euch benötigt. Okay, also braucht ihr wirklich nur die JS runterladen, die JavaScript-Datei. Die haben wir hier unten, die nennt sich Apple Phaser.js. Die nehme ich mal und ziehe die in einen Ordner, den ich hier schon vorbereitet habe. Den mache ich mir gleich mal auf. So, ich habe den so wie das Spiel jetzt genannt, Splatterbone. Und da haben wir jetzt hier unsere Phaser-Datei. Die kann man öffnen, da kann man drin rumlesen. Die zeige ich dir hier. Na, komm mal. Zack. So, die wird erstmal geladen. Die ist ja groß, die ist ja 3 Megabyte groß. So, eine Menge Kommentarfunktionen. Und hier siehst du denn tatsächlich Zeile für Zeile die gesamte Game Engine. Du könntest dir auch die Mühe machen und selber eine Game Engine entwickeln. Aber das können andere auch. Und wenn dein Ziel ist, ein Spiel zu programmieren, programmier keine Game Engine, programmier ein Spiel. Wenn dein Ziel ist, eine Game Engine zu entwickeln, entwickle eine Game Engine. Aber ich denke, du bist hier, weil du ein Spiel programmieren willst. Jetzt gucken wir mal, diese Game Engine ist über 100.000 Zeilen lang. Das ist also eine wirklich dicke Nummer im Vergleich zu dem Spiel, was bei rumkommt wahrscheinlich. Jetzt könnte man denken, ist es nicht ein bisschen zu viel, aber nee, eigentlich nicht. So, wir haben jetzt also hier unsere Phaser. Ich habe natürlich den Editor zugemacht, natürlich nicht so schlau gewesen. Gut. Darauf basiert alles so ein bisschen. Aber die JavaScript-Datei alleine, mit der können wir gar nichts anfangen. Es ist nämlich so, dass Phaser ist eine Engine, mit der man HTML5-Spiele macht. Und HTML5-Spiele, da steckt ja das Wort HTML drin. Und wie einige von euch wissen, HTML, das ist ja irgendwie sowas mit Internet. Das ist also eine Engine, die Spiele fürs Internet bzw. für den Browser erstellt. Und das musst du im Hinterkopf haben. Das heißt, wir haben hier einen Browser. Super. Wir haben hier unser Phaser und dann kann ich doch Phaser bestimmt einfach mal hier rein und dann funktioniert das. Das lädt jetzt noch? Na gut. Ist jetzt wieder nur der Text. Das heißt, anscheinend fehlt etwas. Und was fehlt, ist eine HTML-Datei. Und diese HTML-Datei, die erstellen wir jetzt. Dazu mache ich hier, ich benutze hier Sublime Text 3. Die Links zu allen Dingen, die wir benutzen, werde ich in die Videobeschreibung packen. Und ich hoffe, du kommst damit klar, dass du die Sachen installierst. Es sollte für Windows und Mac und Linux relativ dasselbe sein, außer bei einer kleinen Ausnahme, aber die werde ich dann ansagen. So, wir machen jetzt hier mal schön eine neue Datei auf. HTML. Macht er noch nicht. Okay, jetzt muss ich erstmal speichern. Ich speichere die ganze Ding erstmal. So. Splatterbone, so Phaser und ich nenne es
Die Startdatei einer HTML-Anwendung ist in der Regel immer die index.html. So, super. Zack. HTML. Gut. Das ist schön, ne? Da hat er mir gleich den wichtigsten Skelett einer HTML-Datei gebracht. Und zwar wird hier oben gesagt, hey, ich bin HTML5. Ich gehe richtig ab, Junge. Dann sagen wir hier, das ist HTML innerhalb des HTML. Man nennt es, also es ist ein XML-Format, das heißt, es ist ein Datenstrukturformat, in dem diverse Dinge ineinander verkapselt sind. Also sozusagen wie große Kisten, in der viele kleine Kisten drinstecken. Und die größte Kiste ist HTML. Und in dieser befinden sich zwei andere Kisten, einmal Body und einmal Head. Im Head stehen alle Informationen drin, die wir nicht sehen. Und im Body stehen in der Regel alle Informationen drin, die wir hinterher im Browser sehen. So, jetzt gehen wir dem Ganzen mal einen Titel. Den Titel, den sehen wir ja nur in der Headline, nicht im Browserfeld direkt. Und es ist Splatterbone. Kill and make love. So, das speichern wir. Und jetzt können wir mal unsere Index.html da in den Browser ziehen. Gut, wie wir sehen, sehen wir nichts. Schon mal gut, außer hier oben. Hier siehst du, Splatterbone, kill me, blablabla. Das heißt, wir haben ja anscheinend schon mal eine HTML erschaffen. So. Die HTML ist dafür verantwortlich, dass sie alle anderen Dateien krakenartig zusammenhält. Das heißt, wir müssen jetzt das JavaScript von Phaser hinzufügen. Und das können wir machen, indem wir ein Script-Tag bauen. Das Schöne am Sublime ist, es gibt so eine ziemlich dolle Autovervollständigung, heißt, man muss nur wissen, Script, Enter und dann ist gut. JavaScript, so. Das hat er mir nicht gemacht, hier ist die Source und die Source heißt phaser.js. Das heißt, jetzt haben wir unsere Phaser-Datei eingebunden. So, passiert jetzt schon was? Nein. Denn, wie ich gesagt habe, im Head sind all die Dinge, die wir nicht sehen. Im Body sind die Dinge, die wir sehen. Das heißt, die wir sehen. Das heißt, der Body ist da. Wir haben unsere JavaScript-Datei eingebunden. Was wir jetzt machen, ist, wir binden eine zweite JavaScript-Datei ein. So. SRC. Und die nenne ich einfach Script. Ach komm, wir nennen sie Game.js. Die gibt es natürlich noch nicht. Aber wir können ja trotzdem mal versuchen, ob er das macht. Hat er gemacht, obwohl eine Datei fehlt. Warum wissen wir nicht, also wir erwarten jetzt eigentlich, wenn eine Datei fehlt, dass uns das Ding irgendwie um die Ohren fliegt, dass uns gesagt wird, ja, da fehlt was. Der Trick ist die Konsole. Wenn du jetzt Chrome benutzt oder ich glaube bei Firefox auch, wenn du F12 drückst unter Windows, kommt die Konsole. Bei Mac ist es Alt-Command-J. Und dann öffnet sich die Konsole. Die kann sich unten öffnen, die kann sich auch an der Seite öffnen und die kann auch als eigenständiges Fenster aufgehen. Ich mache sie jetzt mal hier an die Seite, weil ich dann einfach mehr sehe. Und wir sehen hier etwas Rotes, File, bla bla, Desktop, Splatterbone, Game.js, Fail to load resource. Das heißt auf Germanisch, fehlgeschlagen zu laden Ressource. Und das bedeutet, er hat eine File-Not gefoundet. Also er hat die Datei nicht gefunden. Das heißt, wir müssen die Datei erstmal anlegen. Wir machen eine Datei, wir speichern diese und wir nennen sie game.js. So, jetzt ist die da, die ist leer, Hauptsache die ist erstmal da. Jetzt hat er sie gefunden, das ist das Wichtige. So, und in dieser Datei werden wir jetzt programmieren. Und programmieren, das musst du halt in dem Fall jetzt einigermaßen können. Das heißt, du musst jetzt eigentlich JavaScript zumindest in den Anfängen schon mal gesehen haben, dann wirst du das verstehen, was hier passiert. Wenn nicht, dann ist das auch ein guter Start, um JavaScript zu lernen. Das heißt, du hast hier so ein bisschen Gerüst, holst dir dementsprechende JavaScript-Tutorials aus dem Netz oder per Buch und hämmerst dich da ein bisschen ein. So, wir fangen an mit einer Funktion. Die nenne ich init, weil man einfach die erste Funktion gerne init nennt. So, und hier wird Phaser begonnen. Jetzt muss ich hier so ein bisschen... Ich bin ja selber jemand, der braucht sich nichts merken. Ich schummel einfach, wo es geht. Und jetzt muss ich nämlich erstmal kicken. Jetzt muss ich zur Seite. Wupp. Wupp. So. So, ja, bitte.
Die Init ist dafür verantwortlich, dass wir also dort starten. Und jetzt erzählen wir Phaser mal was. Und zwar erzählen wir Phaser, was wir denn gerne von Phaser hätten. Und zwar fangen wir an. Ich schreibe das ein bisschen hier ab. Ich habe mir das schon vorbereitet. Wir werden ein Game erstellen. So, hier oben lege ich eine globale Variable an. Globale Variablen kann man machen. Viele sagen immer, das macht man nicht. Aber es gibt für alles eine Zeit. Und das ist die Zeit für die globale Variable von Game. So, und Game wird jetzt, da werden wir sagen, New Phaser. So, das ist unsere Engine. Und da sagen wir, hey, ich hätte gern ein Spiel. Gut. Und dann sagen wir, das Spiel soll. Wie groß soll es sein? Es soll 300 breit sein und 200 hoch. Und dann sagen wir dem Spiel noch, hier, nutzt mal bitte das Canvas. Andere Variante wäre WebGL, aber ich benutze gerne das Canvas für pixelige Spiele. Wenn du jetzt Spiele in großen, hohen Auflösungen und am besten noch in 3D machen willst, was mit Phaser eigentlich nicht geht, aber wenn du große Auflösungen, die also nicht Pixelart beinhaltet, dann kannst du ruhig WebGL nehmen. Aber für kleine Auflösungen würde ich eher tatsächlich Canvas empfehlen. Canvas! Ob das richtig geschrieben? Ja. Gut. Dann kommt hier ein leerer String. Jetzt fragst du, was soll der ganze Kack? So genau wie es die Uni mehr, weil ich das immer nur abschreibe und funktioniert schon. False und false. Jetzt können wir mal gucken, wenn du wirklich wissen willst, was das alles bedeutet, dann gibt es auch unten in der Videobeschreibung einen Link. Der führt zur Phaser API. Oder Phaser API. So, da klicken wir mal auf die neueste Version. Und da gehen wir doch mal rein und da gucken wir uns mal an, was bedeutet das denn alles? So, hier haben wir Game. Naja, ist ja ganz schön am Arbeiten gerade. Gut. Phaser Game. So, das haben wir angeklickt. Die API ist, die Dokumentation ist manchmal ein bisschen wirr, da muss man sich ein bisschen zurechtfinden. Genau, hier haben wir den Konstruktor von Game. Hier steht jetzt New Game. Hier haben wir aber geschrieben New Phaser Game. Das hat damit zu tun, dass Game ein Unterobjekt von Phaser ist. Das nennt sich Modularisation. Mein Gott. Und theoretisch, wenn wir innerhalb von Phaser wären, könnten wir auch so machen. Aber sind wir nicht. So, Game. Und damit ist dann das gemeint. Hier, Width, Breite, Höhe, Renderer, haben wir gesagt, Canvas. Parent, da können wir jetzt, wenn wir bereits genau wissen, wo in unserer Webseite dieses Spiel eingebunden werden soll, können wir das da angeben. Da haben wir jetzt einen leeren String gelassen, weil ich überlasse Phaser, was er macht. State. So, State habe ich null. Das heißt, es gibt keinen Start-State, weil wir die noch nicht initial noch nicht gebaut haben. Transparent heißt das. Okay, wir wollen es nicht transparent haben. Gut. Anti-Alias wollen wir auch nicht haben, weil wir ja pixelig sind. Und Physik-Config brauchen wir auch nicht. Du kannst theoretisch auch hier dir das mal angucken, was da alles möglich ist an Eingabeparametern. Du könntest auch alles weglassen, dann wäre es 800 breit, 600 hoch, würde automatisch den WebGL oder den Canvas-Renderer verwenden, würde auch hier die beiden Hochkommentare, State würde auch 0 sein, False und Anti-Alias hätte aber auf True gestellt, wollte ich jetzt aber aushaben, ist aber dir überlassen. Das heißt, theoretisch kannst du es auch komplett leer machen. Gut, das ist unser Phaser-Game, das können wir dann mal speichern. Und uns angucken, ob es denn funktioniert. Die Antwort ist nein. So, nichts passiert. Warum nicht? Weil die Init nicht ausgeführt wird. Die Init muss natürlich, die wird hier definiert, aber nicht ausgeführt. Und das erzählen wir jetzt mal der HTML. Und zwar hier im Body sage ich Unload. Also, nachdem du den ganzen Scheiß aus dem Internet runtergeladen hast, mach doch bitte die Init. So, das machen wir jetzt mal. Und da haben wir unser Fenster. Du siehst hier auch in der Ausgabe schon, Phaser meldet sich zu Wort, sagt, wer er ist, wo er herkommt und was der ganze Scheiß soll. Gut, das heißt, wir haben grundsätzlich schon mal einen Anfang gestartet. Jetzt geht's weiter. Wir sind hier in der Game, die Init ist durch. Was Phaser benötigt, ist ein sogenannter State. Das heißt, ein Title Screen ist ein State, ein Loading Screen ist ein State, das Hauptmenü ist ein State, das Hauptspiel ist ein State, der Game Over Bildschirm ist ein State.
So kannst du das. Also es heißt hier State, in anderen Engines heißt es Screen oder Scene. In dem Fall ist es aber State. Gut. Und wir bauen uns jetzt hier, also wir melden einfach schon mal ein State an, den wir noch nicht haben. Da sagen wir jetzt hier Game State at. So, und jetzt sagen wir hier, wir würden gern, wir nennen einfach mal hier Game. Weil wir sagen, weil jetzt nicht ganz so verwirrt ist, dass wir nicht immer die gleichen Sachen sagen, sagen wir einfach hier mal Main Game. So, so heißt es. Und wo findet er das ganze Teil das? Er findet es, indem er hier ja, soll ich es schön machen gleich? Komm, Main. Oh, nee. So, Main Game. Das heißt einfach Main Game. So, das versucht er jetzt zu finden. Das gibt es noch nicht. Deshalb müssen wir ihm jetzt beibringen, wo er das denn findet. Das heißt, wir werden jetzt die Main Game erstellen. So, also hier. So, Main Game ist gleich Function. Function Name, lass ich mal raus. Manchmal ist die Autovervollständigung mir ein bisschen zu viel. Aber eigentlich meint sie das ja nur gut. Main Function, die mache ich leer. Das heißt, da ist erstmal überhaupt nichts. So, dann haben wir Main Game Prototype. Genau, und jetzt, das sind so Sachen, die musst du noch nicht ganz verstehen. Da geht es nur darum, genauso möchte Phaser ein State definiert haben und deshalb geben wir Phaser den State genauso. So, und hier werden jetzt ein paar Standard-Funktionen definiert, auf die Phaser dann immer zugreift. Und da haben wir einmal die Init, das ist eine Funktion. So, die kann man so lassen. Die Init hätte der gern. Dann hätte er gern die Create. Das ist auch eine Funktion. Habe ich die Funktion falsch geschrieben, jetzt sehe ich. Funktion. Gut, die Create hätte er gerne. Dann hat er noch die Update, die jedes Frame aufgerufen wird. Und es gibt noch mehr, aber wir brauchen davon gar nicht alle. Welche aber noch sinnvoll ist, wäre die Preload-Funktion. So, ich glaube, das sind jetzt alle wichtigen Funktionen. Ja, genau. Du kannst auch die Update weglassen, wenn es nicht zu updaten gibt. Das geht auch. Manchmal gibt es, also wenn ich jetzt in meinen Spielen einen Preloader habe, dann werden im Preloader alle Daten geladen in den Hauptspeicher. Danach wird automatisch die Create aufgerufen und in der Create hüpfe ich bereits in den nächsten State. Und er, also theoretisch würde jetzt kommt die Init, dann kommt die Preload, dann wird die Create einmal aufgerufen und dann wird immer wieder die Update aufgerufen. Und wenn ich aber schon Updaten habe, dann brauche ich das nicht machen. Jetzt wäre natürlich auch schön, wenn wir so ein paar Sachen hätten, die uns, die wir anzeigen können. Also wir bräuchten mal ein paar Bilderchen, die wir umher schubsen können. So, ich habe jetzt hier zwei Images, die heißen erstmal ein bisschen doof und wir nennen sie hier einfach Enemy und Player. So, das sind jetzt zwei Sprites aus dem Projekt Spielsklave, was du sicherlich kennst auf meinem Kanal. Und die beiden Sachen werden wir jetzt preloaden. So. Mal gucken, wo ja meine Abschreibnummer hier ist. Genau. Und zwar in dem Preloader sagen wir dem Game Game Load Image. So. Wie heißt das Image? Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Wenn ich mal nicht weiß, wie was richtig ist, dann gehe ich, anstatt in die API zu gucken, mache ich hier Game Load Enter und dann schmeißt er mir das eigentlich raus und dann sagt er hier, ah, hier ist der Loader. Okay, zack, ich wollte aber ein Image laden. So, dann sagt er mir Key, URL, Override. So, Key und URL brauche ich. Und zwar nehmen wir einfach den Key, den nenne ich hier Player. Zack, was war der zweite? Schon vergessen, ist egal. URL, genau, was ist denn URL? URL ist im Grunde der Pfad von der Index. Das heißt, wir haben hier img. Und dann haben wir gesagt, PlayerPNG heißt das ganze Ding, soweit ich mich noch recht erinnere. PlayerPNG, genau. Und danach kommt noch der Enemy. Ich will ihn aber groß schreiben. So, Enemy und Enemy. Und dann werden die beiden Sachen geladen. Jetzt gucken wir mal, ob er das auch macht. Zumindest schreit er nicht rum. Wir sehen aber nichts. Die Sachen scheinen aber geladen zu sein. Und wenn wir wirklich wissen wollen, ob die geladen werden, können wir ja hier so einen kleinen Console-Log. Das bedeutet, wir geben auf
auf der Konsole etwas aus und da können wir jetzt ja sagen, fertig mit Laden. So, super. Jetzt gucken wir mal. Ist nicht fertig mit Laden. Warum nicht? Ja. Der eine oder andere hat schon gemerkt, wahrscheinlich als ich die ersten Zeilen eingetippt habe, auch mir passieren natürlich Fehler. Also, kleine Lektion nebenbei. Wenn ihr Fehler macht, dann ist das ganz normal. Ich glaube, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass durchschnittlich jede dritte Zeile der Code, die wir schreiben, einen Fehler beinhält. Das kann ganz gut hinhauen. Ich habe nämlich vergessen, dem ganzen Ding zu sagen, dass er doch bitte mal den State nicht nur anmelden soll, sondern dass er den State auch mal starten soll. Weil wir können ja am Anfang, sage ich, es gibt den State und dann muss ich aber irgendwann auf Phaser sagen, ja, jetzt mach aber mal, starte mal ein State. Und zwar möchte ich, dass du die Main Game startest. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Ja, so, hier siehst du, ganz klein, fertig mit Laden. Jetzt will ich das mal ein bisschen größer machen. So, fertig mit Laden. Das heißt, wir sind jetzt einmal in der Create gewesen und würden dann wahrscheinlich immer in die Update kommen. Davon gehe ich mal aus, dass so etwas zu tun ist nicht immer schlau, weil sich der Browser dann sagt, dann schreibe ich jetzt 10.000 Mal Update. So, tatsächlich, fertig mit Laden und Update. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Konsolen-Outputs macht, die jedes Frame neu kommen, dann wird euer Spiel langsam, weil dieses in die Konsole schreiben anscheinend extrem viel Power verbraucht. Aber in allen Sachen, die selten kommen, da könnt ihr Konsolen-Outputs gerne nutzen. Aber jedes Frame ist nicht so geil. Dafür hat Phaser interne andere Sachen vorbereitet. So. In der Create, das ist eine Funktion, die halt nur am Anfang einmal aufgerufen wird, können wir Dinge initialisieren, die wir schon mal brauchen. Würden wir in der Update diese Dinge initialisieren, würden sie jedes Frame neu gebaut werden und das ist Verschwendung. Deshalb bauen wir sie einmal in der Create neu. Und zwar fügen wir jetzt unseren Player hinzu. Und das machen wir folgendermaßen. Wir sagen erstmal, ich referenziere hier mit this. Mit this meine ich den Bereich dieser geschweiften Klammern oder schlicht unser Main Game. Wir könnten auch einfach so machen. Player würde JavaScript auch verstehen. Würde aber bedeuten, dass er Player automatisch als globale Variable festhält. Und wie ich ja gesagt habe, das macht man eigentlich nicht, sondern nur in Ausnahmefällen. Und Game ist eine der ganz, ganz wenigen globalen Variablen. Alle anderen sollten jeweils immer in ihrem sogenannten Scope sein. Das heißt, in ihrem Bereich, der für sie relevant ist. Das heißt, wenn wir jetzt da ein Game-Over-Bildschirm haben, da haben wir ja wahrscheinlich einen Game-Over-Text und eine traurige Melodie. Jetzt muss ich mal mit den Katzen kurz ärgern. Katzen! Was macht ihr da für Dinge mit euren komischen Leibern? Ja, gut, haben sie verstanden. Und im richtigen Spiel gibt es halt einen Player und einen Gegner. Und diese ganzen Dinge müssen aber nicht gleichzeitig irgendwo existieren, sondern immer nur in ihrer Kapselung. Und deshalb benutze ich hier this. This Player ist gleich. Und jetzt sagen wir Phaser, mach mal bitte ein sogenanntes Sprite. Game add Sprite. Lecker, lecker. Und da sagen wir einfach jetzt 0, 0. Und jetzt, was hättest du denn gern? Player. Ich glaube, das funktioniert. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich mit Einzelbildern halt einfach nicht mehr arbeite. Müssen wir mal gucken. Doch, wie du hier oben in der Ecke ganz, ganz klein siehst, ist dort jetzt das Schwein. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre zu machen. Und zwar, dass wir dem ganzen Phaser-Mann sagen, wie wir denn gerne scalen würden. Das heißt, jetzt haben wir hier unser kleines Viereck, aber es wäre besser, wenn wir immer möglichst viel von unserem Spiel sehen. Und das sagen wir Phaser jetzt. Das ist nicht standardmäßig an, weil man auch manchmal das standardmäßig nicht will. Jetzt Katzen! Katzen haben manchmal ihre 5 Minuten. Gut, dann sagen wir das doch einfach mal. Das könnten wir wahrscheinlich in der Init sagen. Ich nutze die Init aber meistens gar nicht. Ich sage das jetzt in der Create. Und zwar sage ich dir, liebes Canvas, this ist der State. Scale ist der Scale Manager. Das heißt, der guckt, wie er das Ganze macht und passt das dann an.
Scale Mode. Damit sagen wir unserem Scale Manager, auf welche Art und Weise wir denn gerne skalieren würden. Und zwar Phaser, Scale Manager, Show All. Das ist ein riesen Wulst. Wir können ja mal gucken, was das eigentlich soll. So, wir gucken mal. Phaser, wissen wir, ist unsere gesamte Phaser-Bibliothek. Darunter gibt es eine Klasse, die nennt sich Scale Manager. Und innerhalb dieser Klasse Scale Manager haben wir verschiedene Konstanten, auf die ihr gerne zugreift. Wir haben hier Exact Fit, No Scale ist momentan aktiv, Resize, Show All und User Scale. Die wichtigsten sind davon eigentlich Show All, No Scale und Exact Fit. Wobei die praktikabelste am Ende des Tages ist die Show All. Und wenn wir uns mal angucken, wie die aussieht, dann ist das einfach nur eine 2. Das heißt, wir könnten in unserem Code auch anstatt dieses Riesendingens auch eine 2 reinschreiben. Aber wenn ihr jetzt Phaser aktualisiert und aus der 2 wird eine 1, dann fällt euer Spiel auf einmal komisch. Deshalb ist es immer sinnvoller, direkt diese Konstanten anzusteuern, weil dann alles cool bleibt. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Toll. Unser Spiel wird automatisch skaliert. Das heißt, wenn ich jetzt unser Fenster groß ziehe, wird das Spiel auch groß. Super. Wenn wir jetzt genau hingucken, siehst du, unser Schwein ist nicht so richtig pixelig. Das finde ich auch immer doof. Aber dagegen lässt sich auch was machen. Und zwar kommen wir jetzt in den nächsten Bereich. Jetzt muss ich mal kicken hier. Index. Gehen wir wieder in unser Index zurück. Und jetzt kommt die dritte Sprache hinzu. Die nennt sich CSS. Das ist eine Kurzform, heißt Cascaded Style Sheets, wenn ich mich recht entsinne. Und ist im Grunde nur eine sogenannte Stilanweisung. Und wir müssen jetzt noch, wenn wir ein pixeliges Spiel machen, dann wollen wir auch, dass das, wenn es skaliert, pixelig bleibt. Und dementsprechend müssen wir natürlich jetzt unserem Canvas-Element, also wir sehen hier, wir haben kein Canvas-Element, wenn aber Phaser erstmal losgekotzt hat, dann fügt Phaser ein Canvas-Element ein, wie wir hier oben sehen. Also, ne? Total krass und live. So. Und wir sagen jetzt, die Canvas-Elemente sollen doch bitte pixelig sein. Jetzt kopiere ich mir das einfach mal schön aus meiner Vorlage raus, weil ich, warum sollte man das öfters einmal im Leben schreiben? So. Hier sagen wir nämlich Image Rendering. Pixelated. Das verstehen die meisten. Mozilla braucht das hier. Crisp Edges. Und dementsprechend, was jetzt euer Browser versteht, nutzt er. Und jetzt sollten wir ein scharfes Bild haben, auch wenn wir das ganz groß ziehen. Tatsächlich ein scharfes Bild. Super. Damit haben wir schon wieder viel gekonnt. Und jetzt hättest du natürlich noch gerne, dass wir das Schwein vielleicht auch bewegen können. Dann gehen wir hier hin. Jetzt haben wir hier Update. So, damit das Ganze, ich muss ja erstmal mal kicken, was ich hier so mache. Weil inzwischen benutze ich alten Code so oft immer wieder, den ich schon ganz oft verkapst und verarbeitet, dass ich die ganz einfachen Sachen vom Anfang, dass ich die einfach nicht mehr weiß, weil ich die nicht mehr brauche. Aber durch die muss man erstmal durch. In der Create werden wir jetzt noch ein paar Buttons festlegen. So, wir haben jetzt hier mal this und wir nennen ihn Button up. Können wir so lassen, Key Input und den muss ich raus. Das ist nämlich eine Variable aus einem anderen Code. Und da sagen wir jetzt, so, Phaser. Keyboard, aber bitte groß schreiben. Großschreibung ist wichtig, weil er sonst nicht weiß, wo er hin soll. Und up ist ja meistens bei euch auf der W-Taste. So, wir sagen also unserem Spiel, dass wir gerne einen Input hätten, genauer gesagt vom Keyboard. Und dieses Keyboard ist am Anfang sozusagen virtuell und leer. Damit Phaser nicht auf jeden Buchstaben hören muss, der eventuell gedrückt wird, sondern nur auf die, die auch wichtig sind, damit er möglichst viel Performance spart. Und da fügen wir jetzt ein Key hinzu, also eine Taste, und das ist die W-Taste. Damit sollte dann später alles nach oben gehen. So, das kopiere ich jetzt ein paar Mal und baue einfach jetzt down, left, right. Und zwar down ist bei uns immer D, left ist A, und right ist R. Nee, Quatsch. D. Nee, Quatsch. Hä? Ach so, nee. S. So, ich benutze nie WASD. Ich benutze immer die Pfeiltasten. So, Entschuldigung.
Gut, das heißt, jetzt haben wir unsere Buttons schon mal da. Gut. Jetzt müssen wir natürlich jedes Mal gucken, wird denn unser Button auch gedrückt? Und das ist ja natürlich auch sehr interessant. Das muss ich. Das sollte eigentlich so gehen, indem wir sagen, hier, this button up zum Beispiel is down. So. Vielleicht kennst du das schon. If ist Englisch und heißt falls. Also falls der Button down ist, nehmen wir jetzt mal unseren this player, dann macht er nämlich genau das, player, und die y-Variable vermindert sich um, ich mache das mal check, ist gleich this player y-1. So, vielleicht klappt das schon, vielleicht hat er einen Fehler gemacht, mal gucken. Wenn ich jetzt W drücke, wird er nach oben gehen. Juhu, weg ist das Schwein. Und diese kurze Abfrage, die können wir jetzt theoretisch mit allen Vieren machen. Button down, button left, button right. Und wenn wir nach unten gehen, dann müssen wir Y aber plus machen. Wenn wir nach links gehen, müssen wir nicht Y, sondern X niedrig machen. Und wenn wir nach rechts gehen, müssen wir X plus machen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Oh, jetzt habe ich da natürlich nicht die Wert. So. Ah, gut, hier klappt die Hälfte, klappt die Hälfte, klappt noch nicht. Warum? Da habe ich einen Fehler gemacht. Ach ja, hier vorne müssen wir natürlich auch noch X und X setzen. Und damit können wir unser Schweinchen schon mal bewegen. Das sind so unsere Anfänge. Jetzt könnten wir noch einen Gegner reinbauen, den wir rumherschicken lassen, aber ich glaube, du hast im Grunde alles verstanden. Es kann passieren, dass du Probleme hast mit dem Laden. Wenn du zum Beispiel einen Texturatlas lädst oder eine Sounddatei, reicht glaube ich schon, dann fliegen dir Sicherheitswarnungen um die Ohren. Das liegt daran, dass so ein Browser ja in der Regel darauf ausgelegt hat, dass er tolle Dinge aus dem Internet zieht. Und wenn wir jetzt eine Website aufrufen von unserer Festplatte und die macht krasse Sachen mit Datenladen und so, dann kommt das unserem Browser ein bisschen komisch vor, weil es könnte sich ja um eine Art Virus handeln. Und damit das nicht passiert und der Browser unserem Spiel in dem Sinne vertraut, müssen wir einen sogenannten lokalen Server aufmachen. Das geht unter Mac und Linux super leicht, das ist total super. Und unter Windows geht es eigentlich auch super leicht, man muss halt nur wissen, wie. Also, unter Mac machen wir es folgendermaßen. Wir cd, das heißt Change Directory, erstmal in, na, jetzt ist mir der, so, changen wir in unser Spielfolder, da sind wir jetzt drin, das ist schön, und da hauen wir folgende Befehl rein. Python minus m simple http server 800. Dann rödelt es ein bisschen. Er setzt jetzt einen Server sozusagen auf. Vor dem braucht ihr aber im Grunde keine Angst haben. Jetzt siehst du hier oben aber, wir haben hier File. File geht nicht, weil er dann direkt auf unsere Datei zugreift. Wir müssen also über den Server die ganze Sache aufmachen. Und das müsste hier 0. So. Genau. Jetzt sind wir hier im Server. Wir selbst sind einfach 000. 8000, das ist unsere Internetadresse jetzt sozusagen. Und dann haben wir das Spiel. Bei uns funktioniert das Spiel genauso wie vorher. Es geht nur darum, wenn du komplexere Sachen reinlädst, dann musst du diesen Server starten. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber wenn das Spiel fertig ist, möchte ich es jetzt eigentlich gar nicht im Internet verbreiten, sondern ich möchte es vielleicht über Steam oder so verkaufen. Es gibt Möglichkeiten, wie du aus deinem HTML-Projekt eine Exe machst oder eine App-Datei für Mac. Da brauchst du dir also keine Sorgen machen, das geht alles. Was jetzt noch wichtig ist für Windows-User, da muss ich mal gucken, ob ich Mongoose finde. Ist nicht immer so einfach. Das Mongoose. Na komm, es ist free, hier kannst du wahrscheinlich runterladen. Den Link hierfür, gibt es sogar für Mac. Dann lade mal für Mac runter, mal gucken, was passiert.
Gucken, was er macht, wenn ich draufklicke. Kann nicht geöffnet werden, weil er da zum Internet kommt. Ja, ja. Ja, mach auf die Scheiße. Ja, genau, das ist das Ding. Es hat ein neues Design. Erlaubt. So, das ist Mongoose. Ist, verlinke ich euch genau, also genau das hier verlinke ich euch, dann heißt ihr könnt Mongoose hier runterladen, ist ein Doppelklick, also ihr packt Mongoose einfach dorthin, wo eure Indexdatei ist, macht einen Doppelklick und dann wird es so geöffnet, als wäre es ein Webbrowser. Für Mac und Linux empfehle ich aber diese Methode, die wir vorhin hatten, mit dem Simple HTTP von Python. Gut, das war im Grunde alles Wichtige, was du brauchst, um zu starten mit Phaser. Als nächstes brauchst du natürlich tolle Tutorials, wie das nun alles funktioniert. Und das ist auf Deutsch, glaube ich, gar nicht so einfach. Weil, mal gucken, wir googeln mal zusammen Phaser Tutorial Deutsch. Phaser Tutorial Deutsch. Auf Englisch gibt es viele tolle Bücher. Auf Deutsch, gucken wir mal hier. HTML5 Rennspiel. Gibt's, also ich habe auch gerade schon gesehen, es gibt auch Videos darüber. Das heißt, da sollte dir geholfen werden. Und irgendwann bist du so routiniert, dass du die Tutorials eigentlich gar nicht mehr brauchst, sondern alles nur noch über Nachgucken in der Dokumentation machst. Und wenn das auch nicht geht, dann stellst du in einem Forum eine Frage, ja. Also es gibt anscheinend Phaser-Tutorials auf Deutsch. Ein umfassendes Tutorial würde es wahrscheinlich nicht geben, das alles ins Detail erklärt. Aber so ist das halt. Da musst du halt dich mal ein bisschen selber anstrengen. Ganz wichtig, irgendwann muss man sich auch ein bisschen selber anstrengen. Du hast jetzt die Grundlagen gelernt. Wenn Fragen sind, hau die in die Kommentare. Vielleicht wird dir geholfen. Wenn ich dir helfe, hilft dir hoffentlich jemand anderes. Es sollte eigentlich alles nicht so schwer sein. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, dann sag mir das. Wenn nicht, dann sag mir das auch. Weil dann habe ich ganz viel Blödsinn geredet. Aber bei mir hat es ja funktioniert. In diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.